Justus von Liebig kam am 12. Mai 1803 in Darmstadt als eines von 9 Kindern zur Welt. Seine ersten Experimente machte Justus von Liebig im kleinen Labor der Drogerie seines Vaters mit Materialien, die er dort vorfand. Mit 15 Jahren schmiss er das Gymnasium. Sein Lehrer sagte ihm, er sei ein Schafskopf und es reiche bei ihm nicht mal zum Apothekenlehrling. Darauf begann er eine Lehre zum Apotheker und brach diese vorzeitig ab. Er kehrte in die Werkstatt seines Vaters zurück und erweiterte sein chemisches Wissen selbstständig durch ausgeliehene Fachbücher. Durch seine Arbeiten über Knallquecksilber wurde der Naturforscher Alexander von Humboldt auf Liebig aufmerksam und vermittelte ihm mit 22 eine Professur an der Gießener Universität. Dort führte er erstmals den experimentellen Chemieunterricht ein, erhob die Chemie in den Rang einer exakten Naturwissenschaft und machte die chemische Forschung an sich erst lehrbar. Von Liebig verbesserte die Elementaranalyse so, dass man die organischen Stoffe und ihre Umwandlungsprodukte viel schneller analysieren konnte. So wurde er zum Begründer der organischen Chemie. Sein Hauptinteresse galt der Förderung der Landwirtschaft, mit dem Ziel, die teilweise verheerenden Hungersnöte der damaligen Zeit zu verhindern. 1816 bis 1817 hatte er selbst schon früh eine große Hungersnot miterlebt. Im Jahr und im Sommer, als damals zur Zeit des vorherrschenden Dolten-Minimum der Tambora in Indonesien ausbrach. Zusammen mit seinen Schülern Edward Franklin und James Sheridan Muspratt erfand er einen modernen, wasserlöslichen Phosphatdünger, mit dem die Ernteerträge gesteigert werden konnten. Aus Rindfleisch der südamerikanischen Lederproduktion stellte er ein Fleischextrakt her. Liebig kaufte so, um günstiges Nahrungsmittel zu schaffen, um die ärmere Bevölkerung zu ernähren. Leider war die Herstellung des Fleischpulvers viel zu teuer dafür. Der Leibarzt des bayerischen Königs war von dem Pulver und seiner stärkenden Wirkung jedoch begeistert und so fand es seinen Weg in die königliche Hofapotheke und wurde zur Stärkung von Kranken als Fleischinfusion genutzt, bevor es Infusionen gab. Es gilt als Vorläufer der Tütensuppe. Für arme Familien, in denen keine Ammel zur Verfügung stand, aber aus verschiedenen Gründen keine Muttermilch gegeben werden konnte, entwickelte er eine frühe Form der heutigen Babynahrung. Er fand außerdem noch Backpulver, einen Vorläufer des Edelstahls, den Silberspiegel sowie viele weitere Dinge. 1873 verstarb Justus von Liebig im Alter von 70 Jahren an einer Lungenentzündung in München, wo heute noch sein Grabmal steht.